Hallo. Ich lebe inzwischen nicht mehr in Deutschland. Das ermöglicht mir einen Blick mit Abstand. Und ich muss sagen, was ich sehe, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen über euch. Sag mal, merkt ihr eigentlich noch was? Kriegt ihr überhaupt noch mit? Empfindet ihr noch etwas zu dem, was bei rund um euch herum passiert? Oder versucht ihr das alles nur noch irgendwie mit dem Verstand zu abstrahieren und euch an irgendwelche komischen Schalen, Illusionen, an irgendwelche Gedanken zu klammern? Es wird schon nicht passieren und es ist nur immer Jodjejange oder ach, der Kelch geht schon noch an uns vorbei. Ein Scheiß wird er! Gar nichts geht an euch vorbei! Himmel, Herr Gott, fangt endlich an, wirklich erwachen! Erwacht endlich! Spürt mal, was bei euch los ist! Spürt mal die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit! Und fangt nicht immer an, im Verstand alles irgendwie zu rationalisieren! Bullshit! Schwachsinn! Polizisten werden angegriffen und stranguliert! Frauen sollen nicht mehr alleine joggen gehen! Was ist denn das bitte schön für ein Land? Ist doch lachhaft! Weil Kinder werden in den Schulen drangsaliert, zusammengeschlagen, abgezogen! Ja, wir schützen noch nicht mal unsere Kinder. Was ist denn das für eine beschissene Gesellschaft, die sich nicht mehr um ihre Nachkommen kümmert? Ja, mal abgesehen davon, von dem ganzen politischen Scheißdreck, der uns da erzählt wird. Energiewende, ja, Deindustrialisierung läuft im vollen Gange. Wir dürfen uns nicht wehren. Wir haben noch nicht mal mehr eine Bundeswehr, die irgendwie funktioniert. Ja, dafür haben wir jede Menge Muslime, sonst was auf den Straßen. Ja, die immer mehr Forderungen stellen und unsere Untertänigen, ja, unsere unterwürfigen Politiker versuchen uns das auch noch irgendwie als Erfolg zu verkaufen, dass sie sich schon längst unterworfen haben. Ja, das ist ein Bürgerkrieg, der läuft schon. Das merkt nur keiner, weil wir immer nachgeben, weil wir immer noch einen Schritt weiter zurückgeben, immer wieder mehr Räume freigeben. Und der Islam, die eroberungswilligen Muslime, und das sind alle, auch die Gemäßigten, ja. Die versuchen nicht nur, die nehmen sich den Raum. Ganz einfach, weil sie davon überzeugt sind, der steht ihnen zu. Also merkt ihr eigentlich noch was? Und dann rennt ihr Volltrottel auch noch zur Wahl, ja? Und legitimiert mit eurer 3-Sekunden-Stimme, ja? Als Souverän rennt ihr in die Wahlkabine und spielt euch da groß als der Souverän auf. 3 Sekunden dauert es, 2 Kreuzchen zu machen, um dann als Souverän die Verantwortung an die gleichen Scheißidioten abzugeben, die uns in die ganze Scheiße geritten haben hier. Merkt ihr eigentlich noch was? Mann! Und wenn ich das ganze Gelaber auf Facebook lese, ich habe die Nase voll von dem Scheiß, dieses ganze Lamentieren und dieses pseudo-intellektuelle Gequassel immer. Das ist alles Leidensverlängerung, das ist Bullshit. Ja, da kommt nichts mehr, da könnt ihr noch so viel quasseln. Es haben viel klügere Leute als ihr und ich und wir alle schon Fakten auf den Tisch gelegt. Schon vor 20 Jahren und sind nicht gehört worden. Es ist weder ein Thilo Sarrazin gehört worden, es ist kein Professor Heinsohn gehört worden. All die Experten, die uns prognostiziert haben, was hier passiert, sind nie gehört worden. Es läuft nicht mehr rational. Es läuft nicht mehr nach logischen Prinzipien. Es ist komplett irrational. Es ist total geistesgestört. Himmel, Herrgott, nochmal, erkennt das endlich. Und ich sage euch eins, ich habe es in Pegida-Reden oft genug gesagt, ihr hättet die Macht, ihr habt die Möglichkeit, was zu tun. Werdet euch endlich eurer Eigenverantwortung bewusst. Streik! Niederlegen! Entzieht diesem gefräßigen Staat das, was er am dringendsten braucht, nämlich eure Leistung, eure Anständigkeit, eure Pflichtschuldigkeit. Immer schön Häschen machen und morgens pünktlich zur Arbeit stehen und abends dann noch den Müll sortieren, weil sich irgendein Depp das ausgedacht hat. Ihr macht alles mit. Himmel, Herrgott, nochmal, ihr Arschkrampen. Werdet endlich aktiv. Es kann jeder etwas tun. Das nennt sich ziviler Ungehorsam. Und diese Situation, in der wir sind, dieser Kriegszustand, der rechtfertigt alles. Nein, man muss nicht mit der Mistgabel ins nächste Rathaus marschieren. Nein, das muss man nicht. Aber man kann dem Staat das entziehen, was er am dringendsten braucht, nämlich Wertschöpfung, Leistung, Steuergelder. Und wie? Krank machen. Ihr könnt jeder von euch, wenn er mal endlich sich mit seiner beschissenen Pflichtschuldigkeit, die uns immer nur weiter in die große Grütze reitet, sich auseinandersetzt, ja?
Dann kann ich mir mal überlegen, morgens mit Kopfschmerzen, am nächsten Tag habe ich Bauchschmerzen, am übernächsten Tag habe ich eine Depression oder sonst was, im Bett zu bleiben. Und verabredet euch mal heimlich, weil das darf man ja in Deutschland nicht. Ne? Man muss sich ja vorher die Bahnsteigkarte ziehen, bevor man dann zur Revolution marschiert. Verabredet euch. Versucht das irgendwie in Gruppen zu machen. Versucht daraus einen Effekt zu kreieren. Versucht einen Dominoeffekt, einen epidemischen Effekt zu kreieren. Aber irgendwo muss es mal losgehen. Himmel, Herrgott, noch mal. Krank machen. Funktioniert bei den Berufsgenossenschaften oder bei den Berufsgewerkschaften auch. TUI Fly hat ein Virus gekriegt. Die gesamte Besatzung aller Flugzeuge. Und schwupps, kann man auf einmal Forderungen durchsetzen. Entzieht dem Staat eure Leistung. Ihr alle, jeder einzelne von euch kann etwas tun. Und ich bin dieses ohnmächtige Gequatsche leid. Und ich bin übrigens auch das Gequatsche von Kämpfen, Kämpfen leid. Was heißt denn kämpfen? Weiter labern? Weiter sich auf Facebook ausmehren? Oder sich am Stammtisch echauffieren? Oder irgendwelche alternativen Medien lesen? Ist das kämpfen? Das ist Bullshit, ist das. Und ihr wisst es eigentlich auch. Himmel, Herrgott, nochmal, zieht euch endlich den Stock aus dem Arsch und werdet aktiv. Sonst ist das Land im Eimer. Alles ist im Eimer. Ganz Europa ist im Eimer. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann möchte ich noch an die appellieren, ja, die das sehen und die ihre Probleme haben. Fangt an. Wenn ihr euch nicht unterwerfen wollt, weder unter Merkel noch den Islam, dann fangt an, euch mit dem Gedanken vertraut zu machen, das Land zu verlassen. Und glaubt mir, es gibt in Europa noch Nationen, es gibt in Europa noch Länder, in denen es sich leben lässt. Vielleicht nicht mit einem Drittwagen und mit einem dritten Carport. Vielleicht muss man mal ein bisschen bescheidener werden und sich von dieser Religion des Konsums ein wenig lösen. Aber man kann dort leben und man gewinnt wieder sowas wie Lebensfreude. Man bekommt auf einmal wieder einen positiven Blick in die Zukunft. Ja, weil man unter Menschen ist, die verteidigungswillig sind. Und die erkannt haben, was hier passiert. Also, werdet aktiv. Himmel, Herrgott, nochmal. Tschüss.